Das ist meine erste proteanische Ruine. Abgesehen von der Zitadelle natürlich. Proteanische Bauten sind für die Ewigkeit. Sieht aus, als hätte sich hier ein Lavastrom ergossen. Wow, und das ohne Bug. Alles in Ordnung? Was ist Ihnen zugestoßen? Hören Sie zu. Dieses Ding, ich bin, ist so eine Art proteanische Sicherheitsvorrichtung. Ich kann mich nicht bewegen, also müssen Sie mich rausholen, okay? Ihre Mutter arbeitet mit Saren zusammen. Auf wessen Seite stehen Sie? Was? Ich bin auf keiner Seite. Ich bin zwar Venesias Tochter, aber ich bin anders als Sie. Ich habe seit Jahren nicht mit ihr gesprochen. Holen Sie mich nur hier raus. Wie sind Sie hier gelandet? Als die Gate auftaucht und versteckte ich ihn hier drinnen. Können Sie das glauben? Gate hinter dem Nebel? Ich aktivierte die Abwehrvorrichtungen des Turms. Ich wusste, dass das Barrierefeld sie fernhalten würde. Aber als ich es anschaltete, muss ich etwas berührt haben, das ich nicht hätte berühren sollen. Ich war hier drinnen gefangen. Sie müssen mich rausholen, bitte. Wir finden einen Weg, Ihnen zu helfen. Es gibt hier eine Steuerung, die das Ding deaktivieren sollte. Sie müssen irgendwie hinter den Barrierevorhang kommen. Das ist der komplizierte Teil. Die Abwehrvorrichtungen können nicht von außen ausgeschaltet werden. Ich weiß nicht, wie Sie hier reinkommen. Seien Sie vorsichtig. Da war auch ein Vogaler bei dem Gate. Sie haben verschiedene Möglichkeiten ausgetestet, hinter das Barrierefeld zu kommen. Okay. Bin direkt hinter Ihnen, Shepard. Ich bin bereit zu schießen. Immer so lang. Oh, wo sind wir hier noch weiter da? Geschafft. Ich kümmere mich darum.
Doch. Wie sind Sie hereingekommen? Ich hielt es für unmöglich, die Barriere zu durchbrechen. Wichtig ist, dass wir hier rauskommen, bevor mehr Geht reinkommen. Ja, da haben Sie recht. Ich habe für den Rest meines Lebens genug von denen gesehen. Der Knopf da drüben sollte mein Kraftfeld abschalten. Haben Sie einen Tipp, wie wir hier rauskommen? Im Zentrum des Turms ist ein Aufzug. Wenigstens glaube ich, dass es ein Aufzug ist. Er sollte uns hier rausbringen. Folgen Sie mir. Ich verstehe das alles immer noch nicht. Warum hatten die Getes auf mich abgesehen? Ob Benesia was damit zu tun hatte? Saren ist auf der Suche nach der Röhre. Denk schneller, Miss Expertin für Proteana. Die Röhre? Aber ich... Was zum Teufel war das? Diese Höhle war nie besonders stabil. Ihre ganze Schießerei und Sprengerei hat das nur noch schlimmer gemacht. Wir haben vielleicht 10 Minuten, bis hier alles zusammenbricht. Ich hoffe nur, dass der Druck keine Eruption verursacht. Joker, bringen Sie die Normandy in die Luft und peilen Sie mein Signal an. Jetzt. Zu Befehl, Commander. Anker gelichtet. Geschätzte Ankunftszeit 8 Minuten. Es wird eng, Skipper. Falls es Ihnen nicht aufgefallen ist, hier bricht alles zusammen. Berauschend, nicht wahr? Danke, dass Sie das Energiefeld für uns deaktiviert haben. Geben Sie jetzt den Doktor raus. Was auch immer Sie wollen, von mir bekommen Sie es nicht. Vielen Dank, aber sie bleibt bei uns. Das war keine Bitte. Saren will sie und er bekommt immer, was er will. Verschont, wenn möglich, die Asari. Wenn nicht, ist es auch egal. Eieieiei. Oh, komm schon. Meine Güte.
War knapp, Commander. Noch 10 Sekunden und wir hätten in geschmolzenem Schwefel gebadet. Die Normandy ist nicht dafür ausgelegt, in explodierenden Vulkanen zu landen. Dabei könnten unsere Sensoren verglühen und unsere Hülle schmelzen. Nur so zur Info. Wir sind da draußen fast umgekommen und Ihr Pilot macht noch Scherze? Es war Joker, der uns gerettet hat. Er hat ein Recht darauf, ein paar böse Scherze zu machen. Verstehe. Scheint eine menschliche Eigenart zu sein. Tut mir leid, aber ich habe keine besonders große Erfahrung mit Ihrem Volk, Commander. Aber ich bin Ihnen sehr dankbar. Sie haben mein Leben gerettet. Nicht nur vor dem Vulkan. Diese Geth hätten mich sicher getötet oder mich zu Saren verschleppt. Was will Saren von Ihnen? Wissen Sie etwas über die Röhre? Ich weiß nur, dass sie etwas mit dem Verschwinden der Proteaner zu tun hat. Das ist mein eigentliches Spezialgebiet. Ich beschäftige mich schon seit 50 Jahren damit, was mit ihnen passiert sein könnte. Aber wie alt sind Sie denn eigentlich? Ich gebe es nicht gerne zu, aber ich bin nur 106. Was? Ich hoffe, dass ich in diesem Alter auch so gut aussehe. Ein Jahrhundert erscheint einer kurzlebigen Spezies wie Ihnen wie eine lange Zeit. Aber für Asari-Maßstäbe bin ich fast noch ein Kind. Darum bekommen meine Forschungsarbeiten auch nicht die gebührende Aufmerksamkeit. Nur aufgrund meiner Jugend lehnen die Asari-Lehrmeister meine Theorien über das Schicksal der Proteaner ab. Ich habe meine eigene Theorie über das Verschwinden der Proteaner. Bei allem Respekt, Commander. Ich habe schon alle Theorien darüber gehört. Das Problem ist, Beweise für diese Theorien zu erbringen. Die Proteaner haben uns auffällig wenig hinterlassen. Es scheint fast, als ob jemand nicht will, dass das Geheimnis gelüftet wird. Als ob jemand nach dem Verschwinden der Proteaner all ihre Spuren verwischt hat. Aber ein Punkt ist am interessantesten. Meine Funde belegen, dass die Proteaner nicht die erste galaktische Zivilisation war, die verschwunden ist. Dieser Zyklus begann lange vor ihnen. Wie kommen Sie auf diese Theorie? Ich dachte, es gäbe keine Beweise. Ich arbeite seit 50 Jahren an dieser Sache. Ich habe jedes noch so kleine Bruchstück untersucht. Und langsam beginnen sich Muster abzuzeichnen. Muster, die auf die Wahrheit schließen lassen. Es ist schwer, das alles zu erklären. Ich habe keinen bestimmten Punkt, der meine Theorie stützt. Es ist mehr eine Ahnung, die sich nach 50 Jahren Forschung eingestellt hat. Aber ich weiß, dass ich richtig liege. Und früher oder später werde ich es beweisen können. Es gab andere Zivilisationen vor den Proteanern. Der Zyklus hat sich schon viele Male vorher wiederholt. Wenn die Proteaner nicht die Ersten waren, wer war es dann? Ich weiß nicht. Es gibt kaum Beweise für die Existenz der Proteaner. Und noch weniger für jene, die vor ihnen da waren. Ich kann meine Theorie nicht beweisen, aber ich weiß, dass ich recht habe. Die Galaxie basiert auf einem Zyklus der Vernichtung. Jedes Mal, wenn eine Zivilisation ihren Höhepunkt erreicht, erfährt sie ein brutales Ende. Zurück bleiben nur Ruinen. Die Proteaner eroberten von einer einzigen Welt aus die gesamte Galaxie. Aber auch sie konnten jene, die vor ihnen da waren, nicht übertreffen. Ihre größten Errungenschaften, die Massenportale und die Zitadelle, basieren auf der Technologie ihrer Vorgänger. Wie alle anderen vergessenen Zivilisationen der galaktischen Geschichte, verschwanden auch die Proteaner wieder. Und ich möchte herausfinden, warum. Sie wurden von einem bewusstseinsfähigen Maschinenvolk ausgelöscht. Den Reapern. Den Reapern? Das habe ich noch nie gehört. Woher wissen Sie das? Haben Sie Beweise dafür? Auf Eden Prime gab es einen beschädigten proteanischen Sender. Er hat mir eine Vision übermittelt. Ich bemühe mich, diese Eindrücke zu deuten. Visionen? Ja, das ergibt Sinn. Die Sender wurden entworfen, um Informationen direkt an den Verstand der Empfänger zu übermitteln. Es gibt kaum noch funktionstüchtige Sender. Kein Wunder, dass die Geth Eden Prime angegriffen haben. Die Möglichkeit, einen funktionierenden Sender zu bekommen, egal wie beschädigt, ist fast jedes Risiko wert. Aber die Sender waren nur für die Kommunikation unter Proteanern programmiert. Jegliche Informationen, die sie erhalten haben, müssen sehr unstrukturiert gewesen sein. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt einen Sinn daraus lesen konnten. Ein weniger starker Verstand wäre bei diesem Vorgang zerstört worden. Sie müssen über einen bemerkenswert starken Willen verfügen, Commander. Das hilft uns nicht, Saren zu finden. Oder die Röhre. Natürlich, Sie haben recht. Meine wissenschaftliche Neugier lässt mich nicht los. Leider habe ich keine Informationen, die Ihnen auf der Suche nach Saren oder der Röhre helfen könnten. Ich weiß nicht, warum Saren hinter Ihnen her war. Aber ich denke, dass es besser ist, wenn Sie mit uns kommen. Danke, Commander. Saren wird mich vielleicht weitersuchen. Hier auf Ihrem Schiff fühle ich mich in Sicherheit. Und vielleicht kann Ihnen meine Kenntnis über die Proteaner noch weiterhelfen. Und Ihre biotischen Fähigkeiten könnten uns auch im Kampf weiterhelfen. Schön, Sie bei uns im Team zu haben, Liara.
Danke, Commander. Ich bin sehr dankbar, dass... Oh, mir ist gerade etwas schwindelig. Wann haben Sie zum letzten Mal gegessen? Oder geschlafen? Dr. Chuck, was wird Sie besser untersuchen? Wahrscheinlich nur mentale Erschöpfung. Und der Schock darüber, dass ich jetzt weiß, was mit den Proteanern geschehen ist. Aber es kann nichts schaden, wenn ich mich von einem echten Arzt untersuchen lasse. Dann kann ich die ganze Sache auch noch einmal überdenken. Sind wir fertig, Commander? Wir sprechen wieder, wenn Sie die Ärztin gesehen haben. Alle anderen, wegtreten. Die Missionsberichte sind fertig, Commander. Soll ich sie zum Rat durchstellen? Stellen Sie die Verbindung her, Joker. Ich baue den Link jetzt auf, Commander. Wir haben Ihren Bericht erhalten, Commander. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass Dr. Zony bei Ihnen an Bord ist. Ich darf doch davon ausgehen, dass Sie entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen haben. Liara ist auf unserer Seite. Die Geth haben versucht, sie zu töten. Benezia würde es niemals zulassen, dass Saren ihre Tochter tötet. Vielleicht weiß sie nichts davon. Oder wir haben sie falsch eingeschätzt. Wir hätten auch niemals erwartet, dass sie zur Verräterin würde. Zumindest aber war die Mission ein Erfolg. Abgesehen von der vollständigen Zerstörung einer bedeutenden proteanischen Ruine, war das eigentlich wirklich notwendig, Shepard? In den Ruinen wimmelte es nur so von Geth. Wir hatten Glück, dort überhaupt lebend rauszukommen. Selbstverständlich, Commander. Die Mission hat immer Priorität. Viel Glück, Commander. Und denken Sie daran, wir alle zählen auf Sie. Jo, jo, jo. So, haben wir irgendwas gekriegt? Punkte. Okay. So, das war's dann erstmal für heute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.